Peru in Südamerika. Ein Land voller Naturschätze. Extrem abgelegen liegt der Manu-Nationalpark. Er gilt als artenreichstes Gebiet der Welt. Die Superschatzkammer, eigentlich muss man sagen, der Erde. Und das ist natürlich auch ein starker Antrieb, diesen Park zu schützen. Kann es gelingen, den Manu-Nationalpark vor Gefahren wie Holzeinschlag, Brandrodung und der Gier nach Gold zu schützen? Welche Bedeutung haben intakte Regenwälder für uns Menschen? Ein Morgen im peruanischen Tiefland des Amazonasbeckens. Während der Trockenzeit sammeln sich jeden Morgen Aras und kleinere Papageien aus der ganzen Umgebung an lehmigen Steilwänden. Sie sind auf der Suche nach Salzen und Mineralien, denn daran herrscht Mangel im Regenwald. Wo solche Spektakel zu bewundern sind, ist die Tier- und Pflanzenwelt noch intakt. Südamerika ist reich an ursprünglichen Naturräumen. Besonders vielfältig ist Peru. Der Manu-Nationalpark erstreckt sich von den östlichen Ausläufern der Anden bis ins Tiefland des Amazonasbeckens, über eine Höhendifferenz von rund 4000 Metern und ist gut 17.000 Quadratkilometer groß. Im Herzen des Gebietes fließt der namensgebende Manu, der in den Madre de Dios mündet. Der Südwesten des Manu-Nationalparks liegt hoch oben in den Anden. Dort lebt ein geisterhaftes Tier. Der Andenbär, auch Brillenbär genannt, wegen seiner oftmals auffälligen Fellzeichnung. In der lokalen Mythologie ist er allgegenwärtig. Doch nur wenige Menschen haben ihn jemals in freier Natur gesehen. Brillenbären leben fast ausschließlich in abgelegenen Regionen der Anden. Wo die Felder der Menschen weit in die Hochtäler vordringen, lassen sich Spuren der Tiere entdecken. Auf diesem Maisfeld soll ein Andenbär in einer Nacht 80 Maiskolben verspeist haben. Mitarbeiter der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt sind vor Ort, um den Konflikt mit den Bauern zu schlichten. Christoph Schenk hat lange in Peru geforscht und engagiert sich für den Naturschutz im Land. Es gibt viele Tiere, die auch am Mais fressen. Das sind Nagetiere, das sind Vögel natürlich. Ja. Und das schiebt man immer gerne einem in die Schuhe. Und weil der Bär natürlich ein großes Tier ist, auch ein mystisches Tier ist, dann ist es halt oft der Bär, der schuld gewesen ist. Der Andenbär ist der einzige Großbär Südamerikas. Sein Bestand ist gefährdet. Ich finde es sehr ärgerlich, wenn die Bären meinen Mais fressen. Gelegentlich töten Bauern die Tiere, um ihre Ernte zu schützen. Konflikte mit den Bären tauchen natürlich hier am Randgebiet des Nationalparks relativ häufig auf. Vor allem, wenn die Felder dann abgelegen sind. Und dann kann der Schaden wirklich enorm sein. Ja. Und dann wird der Bär auch als ein echter Schädling gesehen. In einem Schutzprojekt arbeitet Roxana Rojas für die Bären. Eine automatische Kamerafalle soll klären, wer sich diesmal über das Feld hermacht. Tatsächlich, ein Brillenbär kann dem Mais einfach nicht widerstehen. In den Andendörfern leben die Menschen in Nachbarschaft der Bären. Die Kinder von heute werden einst über die Zukunft der Tiere entscheiden.
Daher betreibt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt an der lokalen Grundschule ein Umweltbildungsprogramm. Ziel ist ein Imagewandel. Die Kinder sollen den Bären toleranter begegnen als ihre Eltern. Die haben gesagt, der Bär ist ein Samenverbreiter, der ist wichtig für die Vielfalt der Bäume. Und dann wurde nachgefragt, ja, warum ist die Vielfalt der Bäume wichtig? Und dann haben die gesagt, ja, die produzieren Sauerstoff. Ja, und ich meine, wir sind hier in der Grundschule in einem völlig abgelegenen Andental. Also das war echt klasse. Wer die Zusammenhänge kennt, kann auch sein Verhalten ändern. Denn Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für Naturschutz. Über das Leben der Andenbären ist bisher nur wenig bekannt. Der gesamte Bestand der Art wird auf maximal 10.000 erwachsene Tiere geschätzt. Doch die Datengrundlage ist ungenau. Andenbären besiedeln gern den Nebelwald in mittleren Höhen. Roxana Rojas hat hier einen Lockstock, der mit verführerischen Düften präpariert ist, vor einer Kamerafalle aufgestellt. Die Forscherin leitet das Andenbärenprojekt für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Selbst sie bekommt die Tiere fast nie zu Gesicht. Ich hatte nur zwei Bärenbegegnungen innerhalb von 4 Jahren. Deswegen sind Kamerafallen so wichtig. Die Geräte sind die heimlichen Augen der Forscher. Doch auch mit ihrer Hilfe konnte Roxana Rojas insgesamt nur 9 verschiedene Brillenbären identifizieren. Umso erfreulicher, dass sich nun sogar Nachwuchs eingestellt hat. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Tiefer im Tal läuft ein Projekt, um den Konflikt zwischen Bauern und Bären zu entschärfen. Hier wird nun Physalis angepflanzt, auch Andenbeere genannt. Sie liefert gute Erträge und die Nachfrage nach Physalis ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Im Vergleich zum Mais- und Kartoffelanbau erwirtschaften die Bauern auf gleicher Fläche höhere Gewinne und müssen nicht so weit in den Lebensraum der Bären vordringen. Bären verschmähen die Früchte zwar nicht, aber sie trauen sich seltener in die Nähe der Dörfer. Daher sind die Verluste gering. Was ganz interessant ist bei der Physalis, ist die Verbindung zwischen einer Pflanze, einer landwirtschaftlichen Kultur und dem Schutz zum Beispiel von den Andenbären oder überhaupt von dieser Randzone von dem Mano-Nationalpark. Und das funktioniert eben so, dass man einen höheren Hektarertrag hat. Dann sind die Schäden durch die Andenbären nicht mehr so bedeutsam in den Maisfeldern. Man baut vielleicht auch eher Andenbeere an, anstatt Mais talnah, also nahe bei den Dörfern, wo eben keine Schäden auftreten. Und man wirbt natürlich auch für ein Verändern des Bildes, was der Andenbär da ist. Also der ist dann plötzlich ein Nachbar und nicht mehr ein Feind und kann sogar eigentlich zu einem Freund werden. Das hilft Bären und Bauern. Denn für die Menschen ist es nicht leicht, im kargen Hochland der Anden ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine weitere Pflanze, die in den Bergwäldern der Anden wächst, verspricht noch deutlich höhere Gewinne. Der Kokastrauch. Seine Heimat sind die Osthänge der Anden, wo er bis heute angepflanzt wird. Einheimische schätzen Tee aus Kokablättern wegen seiner anregenden Wirkung. Doch aus der Pflanze lässt sich auch Kokain herstellen. Der legale und der illegale Anbau zu unterscheiden in Peru ist gar nicht so einfach. Weil eigentlich ist es ja gar nicht mal verboten, Coca-Pflanzen anzubauen. Was allerdings überall verboten ist, aus diesen Coca-Pflanzen, aus den Blättern der Coca-Pflanze, das Alkaloid herauszulösen und daraus Kokain zu produzieren. Das sind natürlich auch hohe Hektarerträge und es ist dann ganz schwer, die Bauern von eigentlich einer anderen oder besseren Nutzung oder einer anderen Pflanze zu überzeugen. Sie sieht harmlos aus. Doch die Pflanze verursacht große Probleme am Rande des Nationalparks.
Man geht davon aus, dass ungefähr 20 Tonnen Kokain in Deutschland importiert werden. Ein Kilo Kokain wird in Deutschland fast für 80.000 Euro verkauft. Ja. Dafür sterben Menschen. Gerade weil der Nationalpark so abgelegen ist und von Forschern oder Touristen in weiten Teilen nicht betreten werden darf, ist er für die Drogenmafia so interessant. Also wir sehen tatsächlich verstärkt Flugzeugbewegungen hier in der Region. Und das deutet sehr darauf hin, dass das in Zusammenhang steht mit den Kartellen, mit der Coca-Mafia. Und dafür werden auch illegal Pisten angelegt. Und auch da sucht man natürlich die Abgeschiedenheit. Und deswegen sind Schutzgebiete, die eben groß sind und abgelegen sind, immer besonders gefährdet. In der Mano-Region liegt eine der illegalen Landebahnen. Dort hat die Polizei ein Kurierflugzeug gesprengt. Eine gefährliche Aktion, denn die Drogenbanden sind äußerst gewaltbereit. Bisher konnten die Behörden das Kartell nicht aufhalten. Es gibt neue illegale Anbauflächen, neue Pisten und neue Flugzeuge. Perus Bedeutung im Geschäft wächst. Früher war ja Kolumbien führend, heute gilt Peru als einer der größten Lieferanten für Kokain für die Welt, vor allem natürlich für die westliche Welt. Und deswegen ist es auch, hat es sehr, sehr große Ausmaße hier im Regenwald und hat auch wirklich starke Einflüsse auf die Zerstörung des Regenwaldes. Nur ein kleiner Teil des Manu-Nationalparks liegt im Hochgebirge. Große Flächen sind von Tieflandregenwald bedeckt. Flüsse wie der Alto Madre de Dios bieten den besten Zugang. Das Herz des Nationalparks ist wild und abgeschieden. Dort ist ein Team der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt unterwegs, um tiefer in den Manu-Nationalpark vorzudringen. Die international tätige Naturschutzorganisation hat einen Ableger in Peru. Als Wissenschaftler hat Christoph Schenk hier früher Riesenotter erforscht. Heute leitet er die Gesellschaft und ist seit rund 30 Jahren immer wieder vor Ort. Ich hoffe, bei dieser Reise feststellen zu können, in welchem Zustand der Park ist, wie es auch mit der Bedrohung aussieht im Umfeld des Parks. Und natürlich interessiert mich, wie ist die Situation der Riesenotter hier in dem Park. Die Männer fahren in Booten, denn Straßen gibt es nicht. Dabei müssen sie stets auf umgestürzte Bäume und andere Hindernisse achten. Unfälle sollte man hier draußen unbedingt vermeiden, auch weil sich im Wasser Kaimane und Piranhas tummeln. Hunderte von Kilometern legt das Team so auf den Regenwaldflüssen zurück. Während der Fahrt gibt es immer wieder überraschende Begegnungen. Ein Tapir. Diese urzeitlich anmutenden Kreaturen sind hier nur selten zu sehen. Die Fülle verschiedener Lebensräume ist einer der Gründe für den enormen Artenreichtum Perus. Der Manu-Nationalpark gilt als das Gebiet mit der größten Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, die der Wissenschaft bekannt ist. Bei den Vögeln wird das besonders deutlich. 1030 verschiedene Arten leben im Manu, rund 10% aller Vogelarten der Erde. 228 verschiedene Säugetiere sind nachgewiesen, etwa 4% aller Säugetierarten. Hinzu kommen zahlreiche Wirbellose, Amphibien und Reptilien. Auf einem Hektar Regenwald finden sich hier mehr als 200 verschiedene Baumarten und andere Pflanzen, von denen einige erstaunliche Ausmaße erreichen können. Jaguare sind die größten Jäger im Wald, während riesige Mohrenkaimane die Gewässer beherrschen. Sie jagen unter anderem Wasserschweine, die größten Nagetiere der Welt. Doch dieses Paradies ist in Gefahr. Am Rande des Schutzgebietes wird Regenwald gerodet. Legal und illegal. Für Straßen, Bauprojekte, Holzgewinnung und neue Anbauflächen.
Mit dem Wald verschwinden auch die meisten anderen Pflanzen und Wildtiere. Seit Jahrzehnten versuchen peruanische Behörden gemeinsam mit internationalen Naturschützern, diesen Verlust aufzuhalten. Im Manu-Nationalpark selbst ist ihnen das bisher weitgehend gelungen. Doch im Umland machen wirtschaftliche Interessen diese Anstrengungen oft zunichte. Die einstige Artenvielfalt ist hier nur noch eine blasse Erinnerung. Die Rodungsflächen dienen später als Viehweiden für die Produktion von Fleisch, das massenweise billig in die ganze Welt exportiert wird. Wenn die ersten Bäume gefallen sind, folgen Straßen, die wiederum das Einfallstor für weitere Zerstörung sind. Besonders großen Einfluss hat die Transoceanica, eine rund 6200 Kilometer lange Straße, die Südamerika quert und Rio de Janeiro in Brasilien mit Lima in Peru verbindet. Dabei zerschneidet sie auch wertvolle Regenwälder, die zuvor kaum zugänglich waren. Die Transoceanica wurde aus wirtschaftlichen Gründen gebaut und soll den Handel innerhalb Südamerikas fördern. Tatsächlich geht es vor allem darum, Rohstoffe wie Holz aus dem Amazonasgebiet zu exportieren. Die Regenwälder sind ja sehr unzugänglich. Man kann sie über Flüsse bereisen, aber das ist auch nur sehr beschränkt möglich. Und deswegen sind Straßen immer im Prinzip die Öffnung für Zerstörung und Verderben für diese Wälder. Also Straßen haben in den Regenwäldern eine unglaublich fatale Wirkung und hängen eben ganz eng zusammen mit illegalem Holzeinschlag, mit Ausweitung von Ackerbau und Viehzucht, von Goldwaschen und von allem, was es eigentlich an Zerstörung gibt. Die Straßen sind immer wirklich der Anfang vom Ende. Kein Wunder also, dass sich entlang der Straßen ein besonders zerstörerisches Element in die Regenwälder frisst. Feuer. Im Sommer 2019 brennen in Südamerika riesige Flächen tropischen Regenwaldes. Hunderte Feuer wüten in großen Teilen des Amazonasbeckens. Es sind Brände apokalyptischen Ausmaßes. Viele Feuer wurden gelegt, um den Wald zu roden, etliche sogar mit Duldung der Behörden. Bis in höchste Regierungskreise gilt tropischer Regenwald manchmal sogar heute noch als wertlos. Die enorme Bedeutung der Regenwälder für das globale Klima und für die Artenvielfalt scheint dabei keine Rolle zu spielen. Ebenso wenig wird die Heimat der indigenen Völker geschont. Auch das Siedlungsgebiet der Manuki in Brasilien ist von den Bränden betroffen. Die Feuer machen mich sehr traurig. In wenigen Jahren werden die Weißen anfangen, um Wasserkriege zu führen, wenn sie den Wald nicht schützen. Indigene leben oft noch im Einklang mit der Natur. Nun nehmen die Feuer ihnen den Wald und damit ihre Lebensgrundlage. Tropischer Regenwald braucht Hunderte von Jahren, um sich zu regenerieren. Die verheerenden Brände haben den Manu-Nationalpark in Peru nicht erreicht. Angesichts der fortschreitenden Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasbecken grenzt es fast an ein Wunder, dass bis heute große Wildnisgebiete überdauert haben. Mit einem Kontrollposten wacht das Kulturministerium darüber, dass dies so bleibt. Denn in der Wildnis leben noch besonders ursprüngliche indigene Völker. Christoph Schenk und sein peruanischer Kollege Oscar Mujica treffen einen Mitarbeiter des Ministeriums, der berichtet, dass Mashco-Piru-Indianer manchmal am gegenüberliegenden Ufer erscheinen. Oscar Mujica hatte schon eine seltene Begegnung mit ihnen. Wir kamen aus einem anderen Teil des Nationalparks und sahen dort plötzlich eine Gruppe von Unkontaktierten.
Die Begegnung dauerte etwa 5 Minuten. Wie viele Mashkopiro-Indianer es gibt, ist unbekannt. Inzwischen haben fast alle indigenen Völker der Erde Kontakt zur Zivilisation. Das Amazonasbecken ist eine der wenigen Regionen, in der unkontaktierte Indigene leben. Anfangs waren sie sehr neugierig. Aber einige von ihnen wirkten auch aggressiv, denn sie hielten Steine in den Händen. Kurz darauf, nach ein paar Minuten, begannen sie sich zu unterhalten. Aber wir konnten ihre Sprache nicht verstehen. Hier prallen Welten aufeinander. Die Mitarbeiter des Ministeriums beobachten nur und lassen die Indigenen selbst entscheiden, ob sie Kontakt zur Außenwelt suchen. Aus unserer Sicht sollen sie einfach selbstbestimmt leben, ganz wie sie wollen. Wir respektieren das und sorgen dafür, dass niemand versucht, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Wir versuchen, schlechte Einflüsse von hier fernzuhalten. Sie sollen ihre Kultur erhalten können und wir respektieren ihre territorialen Ansprüche. Dass Menschen hier noch ein sehr ursprüngliches Leben führen können, ist ein weiteres Gütesiegel für das Gebiet. Es wird immer wieder gesagt, die leben wie Steinzeitmenschen. Das hört sich aber sehr negativ eigentlich an. Tatsächlich ist es so, dass sie kein Metall kennen oder kein Metall herstellen. Ich würde das eher als etwas außergewöhnlich positiv sehen. Es sind nämlich Menschen, die ein integraler Bestandteil des Ökosystems Regenwald sind. Und eigentlich in der modernen Welt sind wir einen Weg gegangen, wo wir eigentlich großflächig über den Planeten eigentlich Zerstörung bringen. Und das ist hier ein sehr, sehr großer Unterschied. Zusammen mit seinem Team ist Christoph Schenk auf der Suche nach Riesenottern. Sie sind typisch für das Gebiet, leben aber nicht am Manu-Fluss selbst, sondern vor allem in Altarmen. Um dort mobil zu sein, brauchen die Männer ein tragbares Boot. Einige der Urwaldriesen sind mehr als 50 Meter hoch. Vogelspinnen lauern im Unterholz auf Beute. Weiter oben sind Kapuzineraffen unterwegs. Sie sind stets neugierig. Altarme sind ehemalige Flussschleifen, die inzwischen vom Hauptstrom abgetrennt sind. Ein idealer Lebensraum für Otter. Vor rund 30 Jahren konnte Christoph Schenk die Riesenotter hier erstmals beobachten. Für wenige Sekunden. Diese Begegnung hat sein ganzes Leben verändert. Der Zoologe begann die Tiere wissenschaftlich zu untersuchen und hat seine Doktorarbeit über sie verfasst. Natürlich interessiert ihn, wie es ihnen jetzt geht. Wir finden Riesenotter nur noch in den besten Regenwäldern Amazoniens, in den ursprünglichsten Lebensräumen. Die Riesenotter leben ja von den Fischen entlang der Flüsse. Und das ist genau der Ort, wo auch der stärkste menschliche Einfluss stattfindet. Also von Überfischung, Ackerbau, Viehzucht, illegaler Goldwäscherei, Holzeinschlag, alles das findet entlang der Flüsse statt. Das heißt, wenn wir irgendwo Riesenotter finden, dann wissen wir eigentlich sofort, also das ist wirklich noch ein sehr, sehr gutes Gebiet. Riesenotter waren in Südamerika einst weit verbreitet. Die Kernzone des Nationalparks entlang des Manu-Flusses ist für sie ein wichtiges Rückzugsgebiet. Dort sind Christoph Schenk und Oscar Mujica auf der Suche nach den Tieren. Sein Wissen über die Otter musste sich Christoph Schenk während seiner dreijährigen Feldforschung schwer erarbeiten.
Uns hat schon immer erstaunt, warum man eigentlich über die Riesenotter so wenig weiß. Immerhin sind die tagaktiv, sie sind gruppenlebend. Aber als wir dann hier waren, da war uns schon klar, warum das so ist. Es ist einfach unglaublich hart hier, dauerhaft zu leben und die Tiere zu beobachten. Vor allem in der Regenzeit ist es enorm entbehrungsreich, sind sehr viele Moskitos. Man ist eigentlich immer nass. Pilze wachsen in den Linsen der Kameras und auf der Haut. Also es ist schon ein harter Job, eigentlich hier den Ottern zu folgen. Bei Tagesanbruch sind die beiden Biologen wieder mit ihrem Boot unterwegs. Ein guter Zeitpunkt, denn während der Nacht haben die Otter geruht und nicht gefressen. Entsprechend hungrig sind sie am nächsten Morgen und brechen zur Jagd auf. Christoph Schenk hat das Monitoring der Tiere hier vor rund 30 Jahren begonnen. Inzwischen wird es von peruanischen Biologen weitergeführt. Riesenotter haben eine besondere Zeichnung am Hals, die sogenannten Kehlflecke. Daran lässt sich jedes Tier individuell erkennen. Der Abgleich mit einem Datenblatt verrät, ob es bereits bekannt ist. Wir konnten von einer ganzen Reihe von Tieren über diese individuelle Kehlfleckmustererkennung wirklich den Lebensweg verfolgen. Wir konnten wirklich miterleben, wie sie herangewachsen sind, wie sie dann als junge Tiere die Gruppe verlassen haben, einen neuen Altarm gefunden haben und dort eine neue Familiengruppe gegründet haben und schließlich selber Junge hatten. Also das wirklich zu verfolgen, ist einfach schon ganz toll. Das ist schon irgendwie so der Traum von dem Feldbiologen. Riesenotter können 2 Meter lang werden und sind die größten aller Otter. Um ihren Energiebedarf zu decken, benötigen sie täglich etwa 4 Kilo Fisch. Eine durchschnittliche Familiengruppe braucht schon 30 Kilo Fisch. Und das jeden Tag. Die Tiere können also nur in sehr produktiven Lebensräumen existieren. Früher wurden Riesenotter wegen ihrer dichten Pelze fast bis zur Ausrottung gejagt. Vielleicht 5000 haben bis heute überlebt. Sie gehören zu den seltensten Raubtieren der Welt. Mooren, Kaimane kommen im selben Lebensraum vor, gehen den selbstbewussten Riesenottern aber meist aus dem Weg. Nicht weit entfernt durchstreifen noch weitere Jäger den Wald. Angehörige vom Volk der Machigenga. Bis heute jagen sie hier mit traditionellen Methoden. Obwohl sie den Kontakt zur Zivilisation nicht ablehnen. Aus Sicht der Einheimischen hat das Leben im Wald durchaus Vorteile. In der Stadt muss man für alles bezahlen. Aber hier bei uns zahlen wir nichts. Denn was wir zum Essen brauchen, liefert der Wald. Oder wir bauen es auf unseren Feldern an. Wenn sie kein Jagdglück haben, sammeln sie Pflanzen, Samen und Früchte, wie die Paranuss. Die Machigenga leben an der Schwelle zwischen 2 Welten. Längst nutzen sie Macheten und andere Werkzeuge. Der Kern ihrer Dorfgemeinschaft ist die Familie, die Machigenga oft schon als Teenager gründen. 6 Kinder haben Ruben und seine Frau bereits. Mehrere Generationen leben unter einem Dach. Während Ruben aus Holz Waffen für die Jagd herstellt, fertigt seine Frau Natalia Ketten und Armbänder aus Pflanzensamen. Förderprogramme der Regierung unterstützen die Indigenen. Zudem betreiben sie mit dem selbst hergestellten Schmuck einen bescheidenen Handel im Manu-Nationalpark. Doch bisher wagen sich nur wenige Reisende in diesen abgelegenen Teil der Welt vor.
Mit dem Geld, was Sie jetzt bekommen, können Sie einerseits natürlich Güter bekommen, kaufen, die Sie vorher nicht bekommen konnten, wie zum Beispiel einen Außenbordmotor oder andere Dinge, die Sie gerne hätten. Aber vor allem ist es so, vorher war ja so, dass alle eigentlich Zugang zu allem hatten, nämlich den Ressourcen des Regenwaldes. Und jetzt plötzlich ist es so, dass man wirklich Werte akkumulieren kann, also eine völlig veränderte Gesellschaft. Auch das Leben von Ruben, Natalia und ihrer Familie hat sich bereits stark verändert. Sie jagen Affen und sammeln Nüsse im Wald. Gleichzeitig betreiben sie mit anderen Familien eine kleine Lodge im Dschungel. Natalia kümmert sich um die Zimmer. Verdienstmöglichkeiten gibt es hier draußen nur wenige. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass sie viel lernen und mehr erreichen als ich. Ich habe ja keinen richtigen Beruf. Ihnen soll es mal besser gehen als mir. Es ist eine rasante Entwicklung, für die andere Kulturen Jahrhunderte Zeit hatten. Doch hier verläuft der Wechsel von einem traditionellen zu einem modernen Leben mitunter in einer Generation. Die Indianer und die indigenen Völker haben schon immer hier gelebt, sogar bevor es den Park eigentlich gegeben hat. Nichtsdestotrotz ist der Park eingerichtet worden von der Nation Peru und hat eigentlich ja auch eine Weltbedeutung. Und diese zwei Konflikte muss man jetzt übereinander bringen. Und das ist ganz schwierig und da wird es keine ideale Lösung geben. Also was sicher ganz wichtig ist, die Menschen langsam in die moderne Welt zu führen. Und eigentlich muss man sagen, die große Zukunft kann nur außerhalb des Parks liegen. Ein gutes Stück flussabwärts mündet der Manu in den Madre de Dios. Dort liegt der kleine Ort Boca Manu mit eigenem Internat, das von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt betrieben wird. Die meisten indigenen Kinder könnten sonst nicht jeden Tag zur Schule gehen. Dafür sind die Wege zu weit und beschwerlich. Durch Bildung sollen die Kinder bessere persönliche Perspektiven erhalten. Umweltbewusstsein spielt eine wichtige Rolle. So lernen schon die Jüngeren viel über die Bedeutung von Tieren der Region, wie etwa den bedrohten Riesenotter. Mit dem Schulbesuch ändert sich für alle indigenen Kinder nicht nur die Sprache, sondern das ganze Leben radikal. Ihre Eltern leben in Dörfern tief im Regenwald. Die Männer jagen, die Frauen bekommen oft schon als Teenager eigene Kinder. Diese Jugendlichen, besonders die Mädchen, haben nun die Wahl, ob und wann sie eine Familie gründen und wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und es ist natürlich auch so, dass es ein viel selbstbestimmteres Leben wird dann für diese Mädchen. Und wir kennen ja jetzt schon einzelne Schicksale, wo die Mädchen dann tatsächlich für sich entscheiden. Also sie möchten zum Beispiel Anthropologie studieren. Sowas hätte man sich natürlich nie vorher vorstellen können. Und sie wollen etwas über ihre Kultur lernen, aber auch über die anderen Kulturen da draußen. Doch da draußen sind die Möglichkeiten trotz guter Ausbildung begrenzt. Eine Tätigkeit jedoch lockt durch sehr lukrative Gewinne. Die Suche nach Gold. Das Edelmetall kommt im Sediment der Flüsse vor. Hunderte solcher Apparaturen stehen in den Flüssen außerhalb des Manu-Nationalparks am Madre de Dios oder am Tambopata. Eine Dieselpumpe saugt das Sediment auf ein großes Sieb. Die Förderung belastet die Umwelt extrem. Deswegen ist diese Form der Goldsuche illegal. Grobe Steine werden aussortiert. Goldpartikel bleiben in einer Matte mit feinen Poren hängen. Obwohl die Goldsuche verboten ist, machen tausende Glücksritter hier nichts anderes. Leider gibt es hier in der Region nicht viel Arbeit und wir müssen gewisse Risiken eingehen. Bisher wurde das Goldwaschen noch nicht legalisiert. Daher sitzen wir zwischen den Stühlen. Es gibt für uns keinen anderen Weg zu arbeiten. Um den Goldstaub zu binden, nutzen die Männer Quecksilber.
ein hochgiftiges Schwermetall, das bei Zimmertemperatur flüssig ist. Von der illegalen Praxis profitieren nicht nur die Goldwäscher am Fluss, sondern auch ihre Hintermänner. Lokale Politiker schauen weg, wenn es sich für sie lohnt. Durch mehrmaliges Umfüllen, Waschen und Auspressen wird das metallische Gemisch verdichtet. Das überschüssige Quecksilber landet im Fluss und wird oft hunderte Kilometer weitergetragen. Eine Vergiftung mit Quecksilber kann beim Menschen unter anderem zu Nervenschädigungen führen, bei Ungeborenen auch zu schwersten Behinderungen. Ganze Landstriche werden vergiftet. Am Ende bleibt ein kleines Stück Metall, durch das Quecksilber noch ohne goldene Färbung. Seine giftige Geschichte sieht man ihm nicht an. Hier ist nichts verseucht. Das ist eine Lüge. Wie viele Menschen sind an Quecksilber gestorben? Dafür gibt es gar keine Beweise. Sie sagen, alles hier sei vergiftet, aber das stimmt nicht. Quecksilber ist schwer. Und wenn es ins Wasser gelangt, sinkt es. Es ist unmöglich, dass Fische oder andere Lebewesen dadurch kontaminiert werden. Doch Quecksilber ist tückisch. Seine toxische Wirkung entfaltet sich langsam. Hitze trennt Gold und Schwermetall voneinander. Dabei gelangen giftige Substanzen in die Atmosphäre, die mit dem nächsten Regen weiter verteilt werden. Wenn das Quecksilber verdampft ist, lässt sich erstmals die Farbe des Goldstücks erkennen. Einmal eingeschmolzen, und das passiert natürlich immer sofort vor Ort, kann man nicht mehr unterscheiden, woher dieses Gold gewonnen wurde. Also ist es aus einer legalen Mine gewonnen worden oder ist es illegal zum Beispiel aus den Sedimenten der Flüsse gewaschen worden. Besonders aktiv sind die Goldgräber östlich des Manu-Nationalparks in der Umgebung von Puerto Maldonado. Die Stadt lebt vom Handel mit Gold. Aus der Goldgräberstadt in der Region Madre de Dios gelangt das Edelmetall in die ganze Welt. Die Händler prüfen, ob ihnen auch wirklich reines Gold angeboten wird. Sie machen die Feuerprobe, denn für Reste von Quecksilber möchten sie nicht zahlen. Direkt hier in Madre Dios wird schon legales und illegales Gold miteinander vermischt. Hier gibt es direkte Transportwege nach Europa. Entscheidend sind nämlich die Abnehmer dann in der westlichen Welt oder jetzt auch zunehmend in der asiatischen Welt. Und sie haben eine große Verantwortung. Und niemand, der heute in Gold investiert, weiß eigentlich oder macht sich überhaupt Gedanken darüber, unter welchen unglaublichen Umweltzerstörungen hier Gold gewonnen wird und was das eigentlich auch langfristig für ein Leid und Verderben in die Menschheit trägt. Das Ausmaß der Zerstörung ist gigantisch. Das Wasser ist verseucht, die kontaminierten Flächen sind unbewohnbar. Die Transozeanica hat sowohl die Erschließung der Schürfgebiete als auch den Handel mit Gold erleichtert. Zunächst arbeiten die Goldsucher an den Flüssen. Dann roden sie die Wälder und versuchen ihr Glück in den ehemaligen Flussbetten. Bisher wurden bei der illegalen Goldsuche im Südosten Perus rund 1500 Quadratkilometer Regenwald vernichtet. Die peruanische Regierung greift nun härter durch. Bei der Operation Mercurio arbeiten Militär und Polizei zusammen. Im Fokus steht vor allem das illegale Schürfgebiet La Pampa, das zwischen dem Manu-Nationalpark und dem Tambopata-Reservat liegt. Wir haben rechtliche Grundlagen geschaffen, die es uns erlauben, alles zu zerstören, was wir finden. Baggerschiffe, Schürfequipment, alles, was man zum Goldwaschen benötigt, dürfen wir zerstören. Doch die Vertreibung ist nicht von Dauer. Die Goldwäscher hoffen auf ein besseres Leben. Tausende Familien hängen von der illegalen Praxis ab. Sie alle sind auf der Suche nach neuen Schürfgebieten. Ja,
Rund 60.000 Menschen arbeiten im Südosten Perus als illegale Goldsucher. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Sobald sie uns bemerken, flüchten sie in den Wald. Sie wissen ja, dass sie eine Straftat begehen. Dort warten sie dann, bis wir weg sind. Und dann kommen sie wieder und suchen weiter nach Gold. Daher versucht das Sondereinsatzkommando, die Rückkehr zu erschweren. Ein kriminelles System, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat, lässt sich nicht über Nacht beenden. Nur durch Rückendeckung aus der Politik konnte es bestehen. Durch die steigenden Goldpreise auf dem Weltmarkt lohnt sich der Aufwand. Und da kaum jemand nach der Herkunft des Goldes fragt, boomt das illegale Geschäft weiterhin. Mit ihrem brachialen Vorgehen wollen Polizei und Militär das Problem an der Wurzel bekämpfen. Wenn die Ausrüstung fehlt, können die Goldsucher zumindest nicht gleich weiterarbeiten. Operation Mercurio hinterlässt verbrannte Erde, die zuvor schon verseucht war. Das ist eine schwierige Aufgabe. Schauen Sie sich mal die Ausmaße hier an. Das ist ja nicht alles gestern passiert. Und hier, das kann ich Ihnen auch mit meinen wenigen Kenntnissen in Landwirtschaft sagen, hier wächst in den nächsten 100 Jahren nichts mehr. Wie gravierend die Kontamination mit Quecksilber für Pflanzen, Tiere und Menschen ist, lässt sich nur schwer benennen. Für eine Umweltzerstörung dieses Ausmaßes fehlen Vergleichswerte. Das Tragische an dieser Goldsuche ist, dass man natürlich verstehen kann, dass die einzelne Familie unbedingt gerne eine gute Einnahmequelle hat. Das ist durchaus verständlich. Aber die Zerstörung ist natürlich ganz großflächig und vor allem ganz, ganz langwierig. Und bezahlen tun die, die nämlich keine Stimme haben, weil sie so noch nicht mal geboren sind. Also die, die in eine Welt hineinwachsen, in die großflächig die Umwelt, wie wir sie heute kennen, eigentlich zerstört wurde. Die Regenwälder des Manu-Nationalparks liegen im Amazonas-Tiefland und sind Teil des größten tropischen Regenwaldes der Erde. Er hat nicht nur regionale, sondern globale Bedeutung für das Klima. Wenn die Waldfläche weiter deutlich abnimmt, wird sich die Erderwärmung vermutlich rasant beschleunigen. Das Aussterben von bedrohten Tierarten wie Riesenottern mag uns in Europa nicht betreffen. Aber es sind Anzeichen dafür, dass die Ökosysteme nicht mehr richtig funktionieren. Systeme, die global zusammenwirken und auf deren Leistungen auch wir angewiesen sind. Luft zum Atmen, sauberes Wasser, gesunde Nahrungsmittel. Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.